Einstimmig wurde Pamela Rendi-Wagner am Dienstag im SPÖ-Bundesparteivorstand als neue Bundesparteivorsitzende vorgeschlagen. Im Anschluss hat sie beim ersten Auftritt als designierte SPÖ-Chefin ihre Vorstellungen skizziert und ihr Team präsentiert. Mir ist wichtig, diese wichtigen großen Herausforderungen der Zukunft in der Politik zu meistern. Und dazu brauche ich ein Team, dem ich vertraue, das ich gut kenne, an meiner Seite. Und daher habe ich vorgeschlagen und es wurde jetzt beschlossen, dass die Bundesgeschäftsführung künftig mit Magister Thomas Trotzter besetzt wird. Trotzter wurde mit 8 Enthaltungen zum neuen alleinigen SPÖ-Bundesgeschäftsführer gewählt. Den Clubvorsitz im Parlament will Rendi-Wagner allein übernehmen. Weil es mir persönlich wichtig ist, hier in der Clubarbeit, in der parlamentarischen Arbeit stark operativ tätig zu sein. Und genau deswegen will ich diese Funktion und diese Ämtertrennung aufheben und diese Arbeit künftig als alleinige Clubobfrau im SPÖ-Parlamentsclub durchführen. Inhaltlich will Rendi-Wagner die SPÖ als moderne, progressive, weltoffene Partei positionieren, die sich nicht über den politischen Gegner definiere. Ich will, dass sich die SPÖ, die Sozialdemokratie in diesem Land, über ihre Inhalte, ihre Werte, ihre Prinzipien und ihre Politik definiert. Über unverhandelbare Prinzipien, die für alle in diesem Land zu gelten haben. Das ist für mich die Gleichstellung von Mann und Frau und das ist das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Ich will eine Gesellschaft, in der jeder seine Leistung einbringen kann, aber sich darauf auch verlassen kann und muss, dass er an diesem Wohlstand ebenso teilhaben kann. Antworten musste die designierte SPÖ-Chefin Dienstagabend vorerst keine geben, denn bei ihrer Antrittspressekonferenz in der Parteizentrale waren keine Fragen zugelassen.